Total und recht herzlich willkommen zur Sendung Ultra HD Web TV. Web TV. Seit 1996 online. AWR Movie, freie Presse. Beim Sondersender Nordrhein-Westfalen TV. Ja, da haben wir den Salat. Der 15.04.1900. Nee, da hätte es Kadaumes gegeben. Am 15.04.2016, um 13 Uhr, sagte Frau Merkel: Nö. Alles klar, er darf. Ja, er darf, er wird. Die Frage lautet, warum? Jan Böhmermann vor Gericht. Jan Böhmermann vor Gericht, da wird eine Riesenschlacht. Da geht es richtig zur Sache, das wird Spaß machen. Ja. Kalkofe ist jetzt im Sender und sagt und macht und tut. Hallervorden legt jetzt los und macht und tut. Alle Satiriker sind jetzt aufgerufen, Gas zu geben. Artikel 5 ist im Sterben. Der sollte schon lange sterben. Der Artikel 5. Ach, was nicht alles schon sterben sollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir können jetzt philosophieren über alles Mögliche. Fakt ist, Frage, war er derjenige welche, an dem Tag, wo das Pamphlet, weil anders ist es nicht, es ist ein Pamphlet, Gedichte scheinen anders zu sein, ne? Aber egal, man kann ja auch Gedichte schreiben in der heutigen Zeit, denn die New Generation, Y-Generation zwischen 15 und 45, weiß alles, kennt alles, ist bestens. Wir, Generation ab 50 bis nach oben und scheintot, wir sehen die Sache anders. Diese Sendung ist jetzt ab 50 aufwärts, von mir ist 55 aufwärts für alle, die Ahnung haben. Für alle, die im Rechtsgeschäft, Jurist, Firma, Verantwortung und nicht nur GEZ, was jetzt Beitragsservice, ARD, ZDF, Deutschlandradio heißt. Wir hätten jetzt ihn hier fragen können, diesen Rechtsanwalt, der die Rechtsirrtümer ja zu Buche bringt, wie viele Bücher er schon rausgebracht, weiß ich nicht. Ich vermute mal, er wurde sicherlich auch schon zu Rate gezogen, wie halt auch der Rechtsanwalt, der dann denjenigen welchen, der da 103 aufgerufen und 185 zusätzlich, dann schätzungsweise nicht selbst erscheinen wird, sondern der Anwalt wird es schätzungsweise vielleicht ganz alleine oder er wird doch erscheinen, ja, und wird da einiges machen, ja. Es wird also irgendwas geschehen. Vermutung, StGB wird nicht greifen. Nö. Aber 185 wird greifen, also ein Prozess kommt so oder so. Wie er laufen wird, wissen wir nicht, aber wir vermuten es. Weil wir diejenigen welchen, die sich da echauffieren, mittlerweile kennen. Die sind nämlich reichlich unterwegs. Reichlich schräg unterwegs. Es hat nichts mit dem allen zu tun, was man da alles so vermuten mag. Aber es gibt einen großen Quark. Und dieser große Quark ist nun mal Rechtsirrtümer. Das Recht zu sprechen. Das Recht, eine Meinung zu haben. Alles schön und gut, nur es gibt keine Meinungsfreiheit. Also nicht die Meinungsfreiheit oder die meinungsgrundlagende Freiheit, die Meinung eines anderen mit einer seiner Meinung zu überlagern oder zu unter- oder zu überfordern. Meinungen sind frei, richtig, das ist alles global, alles ist frei. Das ganze Leben ist frei. Die Sachlage ist nur die Freiheit eines anderen darf nicht gefährdet werden. Und da sind wir aber am Punkt. So, wir haben einen Rundfunkstaatsvertrag, den alle unterschrieben haben. Jan Böhmermann hat eine Sendung. Das hier ist zwar auch eine Sendung, das ist aber WebTV und unterliegt nicht dem Rundfunkstaatsvertrag, denn das hier ist kein Rundfunk, das ist hier auch keine Sendung, in dem das hier bei ARD, ZDF, WDR irgendwie ausgestrahlt würde. Das hier ist ein Video, ein Clip bei YouTube-Kanal Ultra HD Web TV, bei Facebook und bei diversen anderen und freigegeben zur freien Diskussion, nur nicht bei YouTube, sondern beim Sender selbst. Bei Ultra HD Web TV könnt ihr drunter schreiben oder diskutieren und so weiter. Ihr dürft das Medienhaus auch anschreiben. Die Sache heute am 15.04., wo Frau Merkel um 13 Uhr sagte, dass das eröffnet wird, dass das geschehen darf, wo jetzt jeder drüber philosophiert. Welke in seiner Sendung Heute Show, NDR, Satire, Extra 3, er, ne? Alle machen das. Kalkofe, die Taler von. Und keiner denkt mal drüber nach, was an sich ist. Ja, was ist denn an sich?
die Normalität. Die Normalität ist Lebenserfahrung und das Ganze in einem Spektrum betrachtet, dazu eine Meinung zu äußern. Da der Job nun mal AWR-Movie freie Presse und AWR-Movie freie Presse halt auch dazu gehört und das schon seit 40 Jahren, seit 1976, da sah die Sache ganz anders aus. Die sogenannte Rudi Carrell Tagesshow mit den sogenannten Hineinschneiden der Hände und dem Herrn Eier, teuer, also dem anderen Herrn da, der sich dann da aufgeregt in den 80ern. Oder der Beste, der hier war, das war der Schah. Ja, da geschah der Schah unter 103, hat er sich, der war noch nicht ganz hier, sich aufgeregt. So, der Schah war da und hat so richtig Gas gegeben. Wir Kinder der 68er Bewegung waren ja nicht faul. Ne? Die 68er Bewegung, vor allem die 79 und so weiter, wir waren ja ziemlich frech. Ja, Dutschke und so. Wir haben richtig Gas gegeben. Wir haben richtig Spaß gehabt. So, jedenfalls hat der Schah sich aufgeregt. Er hat sich auch richtig aufgeregt. Er hat gar nicht mehr aufgehört, sich aufzuregen, der Schah. So war, ja. Geschah, der Schah. Ja. So, jetzt hier, hurra, vor Wien wurden die alle mal gestoppt. Das ist schon lange her. Und heute kommt der Flop. Er schafft es doch schon in ein anderes Land hinein und kann da sowas stecken. Ja, Signale setzen. Etwas freischaufeln für jedermann. Er kann ein Land richtig schön kaputt machen. Das heißt also, wir sprechen demnächst, indem wir sagen, wir meinen den. Ja, den meinen wir, den wir da meinen. Und jeder müsste wissen, wen wir da meinen. Aber wir meinen den. Ne? Also den meinen wir. Und weil wir den meinen, sind wir der Meinung, dass wir jetzt dazu was sagen. Also die Sendungen würden dann schwer merkwürdig ablaufen. Ja, so scheint es. Also wir müssen jetzt mal unterschreiben. Das Rundfunkgesetz, das neue, seit 2013, beinhaltet Artikel 3 bzw. Paragraph 3 und Paragraph 10. Und da soll jeder bitteschön darauf achten, den sogenannten Frieden im Land nicht zu schüren. Das heißt also, der Frieden im Land soll bleiben. Er soll also nicht geschürt werden, dass sich ein Volk erregt. So, Jan Böhmermann persönlich hat das Volk nicht erregt. Jan Böhmermann hat das Volk belustigt. Dafür kriegt er das Bundesverdienstkreuz. Belustigung des Volkes. Satire hat es geschafft. Satire hat Einzug genommen, hat Länder bewegt, hat Staatsoberhäupter zum Grübeln gebracht. Das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Dankeschön, ne? Lieber Jan Böhmermann, hast du gut hingekriegt. Die Sachlage ist die, dieses Pamphlet, genannt Gedicht, naja, mag ja sein, schön und gut. Es gibt da bessere, die zielgenauer gewesen wären. NDR macht es vor. Ja, der NDR extra 3, der macht es vor, der klappt, der läuft, das geht hin, das läuft runter wie Schmidts Katze rauf und runter. Ja, das klappt eben. Die wissen, wie es, ja, die haben so einen Händel, also Ehring. Ehring ist nun mal einer der Spitzenzunge, der weiß, ja, er weiß es halt. Ne? Also extra 3, hurra, hurra, dass wir das haben in den NDR. Da läuft es, die halten das inne, ne? Die passen also auf. So, jetzt ist hier in diesem Stück leider was passiert. Ist auch meistens nachts, da kann das schon mal sein, dass einer übernächtigt war und nicht drauf aufgepasst. Ja, auch Titanic, diese Satiregruppe da, ist auch so eine merkwürdige politische Einheit. Die da mit allem, der jetzt da auch, nicht im Bundestag, sondern da auch nicht im anderen Tag, nein, der da direkt in Brüssel, als, ne, der ihn da, den, über den da wir da so reden, über sein Land und das alle, ja, auch gesagt, dass er, so schätzungsweise, deswegen sagte ich ja vorhin, am 15.04.1900 da jetzt gerappelt. Da hätte es auch richtig gerappelt im Karton, am 19.04.2016 natürlich nicht, ist klar. Da rappelt gar nichts mehr, wir sind ja hurra, hurra, wir schlucken ja alles, wir kaufen alles, wir nehmen alles. Wir nehmen jeden Politiker hin, ist egal, ihr wisst, worauf ich ziele. Die Politiker sind Firmen, sitzen auf Pattikstühlen, fangen an, rotzig zu werden, wenn einer da mit Lösungsmittel kommt und dann will einer mit Uhu da drauf und nennt sich AfD. Ja, peng, bumm. Ja, so schnell geht das. Oder Pegida, also aus Sicherheitsgründen wollte ich an sich nur andeuten, aber jetzt sind mir doch einige dort entschlüpft, weil wenn ich sowas sage, was ich jetzt sage, bin ich natürlich sofort ein AfDler. Nee, bin ich nicht, aber das soll mir auch egal sein.
Als Satire und Satire machen, und das schon seit 1976 in dem sogenannten Sprachgebrauch, wie nehme ich ein Wort im Mund, um einem zu deuten, was ich über ihn halte? Ja, was halte ich? Ich halte dieses Rechtsbuch in der Hand von einem sogenannten Rechtsverdreher, der es gelernt hat, das Recht zu verdrehen, damit das Recht richtig ist. Ihn sehen, ihn hören und so weiter tut man auch nicht, weil er das Recht ja allen erklärt hat. Wenn man einem zu viel das Recht erklärt, hat er zu viel Erfahrung. Wenn er zu viel Erfahrung hat, hat er zu viel Meinung. Wenn er zu viel Meinung hat, hat er zu viel Wissen. Und Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Wir wissen, Jan Böhmermann hat ein Pamphlet herausgebracht. Ein sogenanntes Gedicht. Problematisch, es war eine Sendung, die dementsprechend im Rahmen. Eine Rahmensendung, die so vom ZDF schätzungsweise unter § 3 und § 10 freigegeben. So, somit freigegeben, somit öffentlich gemacht und dann vorher angekündigt, ich mache jetzt ein Pamphlet. Ja, ich mache jetzt ein Pamphlet, was ich nicht machen dürfte, weil das könnte Konsequenzen tragen, wenn die Person im Lande wäre. Die Person war aber nicht im Land, somit war das Pamphlet, Schrägstrich Gedicht, zwar öffentlich, aber nicht an die Person gerichtet. Könnte man so sagen. Ja, wie ihr dann denkt, wissen wir Bescheid. Denn ihr seid die Haifischgesellschaft, ihr seid zwischen 15 und 45, dreht sofort am Rad, ihr wisst alles besser, ihr könnt alles besser. Ihr seid die Weltmeister in der Sprache. Das Recht zu sprechen bekommt man nicht. Man muss die Grammatik einhalten. Jeglicher Faschismus im Recht ist ja frei gegeben, bei Facebook besonders. Seitdem es Facebook gibt, seitdem hat sich sowieso alles geändert. 1996, wie alles angefangen, hat so etwas jetzt hier Spaß gemacht. Man hat eine Kamera angemacht, man hat da reingesprochen und in dieser Kamera hat man nachher einen wunderbaren Beitrag erzeugt. Mit diesem wunderbaren Beitrag hat man dann Leute belustigt, erzürnt oder zum Mehrmachen angeregt. So war das 1996. Im Jahr 2016 ist alles politisch. Im Jahr 2016 gehört alles Herrn Zuckerberg, das nenne ich Diabetes. Ne? Wer zu viel am elektrischen Strom, der kriegt elektronische Diabetes. Das ist so, ist Pech, schade eigentlich, ist eine Krankheit, sollte mal geändert werden. Ja, also wir kommen jetzt zum Schluss. Jan Böhmermann persönlich hat nichts falsch gemacht. Das ZDF hat einen Fehler gemacht, indem die nicht aufgepasst. Paragraph ist es nicht, doch. Unter Rubrik § 3 und § 10 mal durchlesen des sogenannten Rechtsstaatsvertrages über Rundfunk, ja, NRW, Land und Rhabarber, mal durchlesen, was da so steht. Und dann den Elfer, da steht auch, man soll das Volk nicht erzürnen. Das heißt also, man soll es nicht in Wallung bringen. Man soll also nicht das Volk beschimpfen, indem da Unruhe entsteht. Jetzt haben wir Unruhe, natürlich kann man Unruhe. Ach Leute, ihr mit eurer Unruhe. Die Sache ist einfach nur die, die ist abgefahren. Die Sache ist abgefahren. Die Sache läuft. Ja, Kalk haut seinen Kalkhofe im Hofe seinen Kalk raus. Der fordert den alten Didi, da wird er sauer. Aber als Didi darf man ihn nicht nennen. Aber als Herr Hallervorden macht er da sein Liedchen. Wenn wir Glück haben, kommen auch noch die anderen, die da Katzenklo drauf haben. Vielleicht hat er vielleicht was drauf. Das wäre auch nicht schlecht, der Henning. Ne? Ja, das wäre auch eine super Geschichte, wenn das Katzenklo, ja, macht ja alle froh, vielleicht klappt das ja. Dann den Herrn Böhmermann vielleicht, ne? Dass er vielleicht nochmal oder so. Wir haben ja noch andere satirische Freunde, die da richtig was drauf haben. Ich glaube, die Satiregruppe wird jetzt schon am Schreiben sein. Und übrigens, Ingolf Lück, könnt ihr noch an? Ingolf Lück, ja, der Ingolf Lück hatte bei ProSieben eine Sendung und da sagte er etwas über Teppichratten. Ne? Könnt ihr, ey, wisst ihr den Witz noch über die Teppichratten? Ja? Teppichratten, hat der Ingolf Lück da gesagt. Mittendrin war die Sendung aus, mittendrin war es rum, also man bemerkte gar nichts mehr. Also Ingolf Lück mit seinen Teppichratten war dann plötzlich vom Sender. Um das jetzt mal so zu erläutern, dieses angebliche GG5, ja, meine lieben Freunde, das hier war jetzt das Menschenrecht Artikel 19. Auch mal lesen. Ist auch eine schöne Geschichte. Gibt schon seit 1948. So mal am Rande. So, jetzt echauffiert euch. Ich habe eine Sendung gemacht über Jan Böhmermann. Lest bitte diesen Staatsrundfunkvertrag, Rundfunkstaatsvertrag. Da steht 3 und bei 10 und bei 11. Da steht was drin.
Und jeder, der eine Sendung kennt, weiß, dass er den roten Knopf hat zum Ausdrücken zum Beispiel. Drückt drauf und dann ist er aus. Alles klar? Satire, oha, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Krankheit sollte mal geändert werden. Ja, also wir kommen jetzt zum Schluss. Jan Böhmermann persönlich hat nichts falsch gemacht. Das ZDF hat einen Fehler gemacht, indem die nicht aufgepasst. Paragraph ist es nicht, doch unter Rubrik Paragraph 3 und Paragraph 10 mal durchlesen des sogenannten Rechtsstaatsvertrages über Rundfunk, ja, NRW, Land und Rhabarber, mal durchlesen, was da so steht. Und dann den Elfer, da steht auch, man soll das Volk nicht erzürnen. Das heißt also, man soll es nicht in Wallung bringen. Man soll also nicht das Volk beschimpfen, indem da Unruhe entsteht. Jetzt haben wir Unruhe, natürlich kann man Unruhe... Ach Leute, ihr mit eurer Unruhe. Die Sache ist einfach nur die, die ist abgefahren. Die Sache ist abgefahren. Die Sache läuft. Ja, Kalk haut seinen Kalkhofe im Hofe seinen Kalk raus. Der Forden, der fordert den alten Didi, da wird er sauer, aber als Didi darf man ihn nicht nennen, aber als Herr Hallervorden macht er da sein Liedchen. Wenn wir Glück haben, kommen auch noch die anderen, die da Katzenklo drauf haben, vielleicht hat er vielleicht was drauf. Das wäre auch nicht schlecht, der Henning, ne? Ja, das wäre auch eine super Geschichte, wenn das Katzenklo, ja, macht ihr alle froh, vielleicht klappt das ja. Dann den Herrn Böhmermann vielleicht. Echt, dass er vielleicht nochmal oder so. Wir haben ja noch andere satirische Freunde, die da richtig was drauf haben. Ich glaube, die Satiregruppe wird jetzt schon am Schreiben sein. Und übrigens, Ingolf Lück. Könnt ihr noch an Ingolf Lück? Ja, der Ingolf Lück hatte bei ProSieben eine Sendung und da sagte er etwas über Teppichratten. Ja, könnt ihr, wisst ihr den Witz noch über die Teppichratten? Ja? Teppichratten, hat der Ingolf Lück da gesagt. Mittendrin war die Sendung aus, mittendrin war sie rum, also man bemerkte gar nichts mehr. Also Ingolf Lück mit seinen Teppichratten war dann plötzlich vom Sender. Um das jetzt mal so zu erläutern, dieses angebliche GG5. Ja, meine lieben Freunde, das hier war jetzt das Menschenrecht Artikel 19. Auch mal lesen. Ist auch eine schöne Geschichte. Gibt schon seit 1948. So mal am Rande. So, jetzt echauffiert euch. Ich habe eine Sendung gemacht über Jan Böhmermann. Lest bitte diesen Staatsrundfunkvertrag, Rundfunkstaatsvertrag. Da steht 3 und bei 10 und bei 11, da steht was drin. Und jeder, der eine Sendung kennt, weiß, dass er den roten Knopf hat zum Ausdrücken zum Beispiel. Drückt drauf und dann ist er aus. Alles klar? Satire, oha, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht.